Ich möchte jetzt noch einmal kurz das Türwerkzeug vorstellen. Ich hatte ja ganz zu Beginn gesagt, dass das Türwerkzeug sich genauso technisch verhält wie das Fensterwerkzeug. Beide schneiden für das Fenster bzw. die Tür ein Loch in die Wand. Beide können nur mit einer Wand existieren. Die Optionen, die ich habe für eine Tür, sind die gleichen wie für ein Fenster. Wenn ihr euch mit dem Fenster schon beschäftigt habt, mit seinen Einstellungen, dann ist das Türwerkzeug sozusagen gar kein Problem, weil es genau den gleichen Komplexitätsgrad an Einstellungen hat wie das Fenster und auch sehr ähnlich ist. Der einzige Grund, warum es dafür zwei Werkzeuge gibt, ist, dass diese Elemente natürlich dann trotzdem verschieden sind. Sie sollten dann im Modell, in der Dokumentation auch verschieden auftauchen, also zum Beispiel in den Stücklisten. Das ist der einzige Grund, warum es dafür zwei Werkzeuge gibt. Wenn ich mal das Türwerkzeug selektiere, dann kann ich genauso wie beim Fenster auch auf die Wand gehen und dann sehe ich schon, dass auch hier die Außenseite festgelegt werden kann mit diesem Sonnensymbol. Danach dann die Öffnungsrichtung der Tür. Diese Tür lässt sich auch wie ein Fenster spiegeln. Wenn ich auf den Spiegelbutton in dem Infofenster klicke, sieht es so aus. Wenn ich aber möchte, dass die Tür nach innen aufschlägt, nur andersherum, dann klicke ich also auf irgendeinen ihrer Punkte und hier auf das Spiegelwerkzeug. Ich kann dann sagen, dass zum Beispiel ausgehend von diesem Punkt die Spiegelachse laufen soll und dann ändert sich das schon. Ich muss die Spiegelachse gar nicht zeichnen. Die Tür hat aufgrund der Bedingung, dass sie nur in der Wand sitzen kann, gar keine Wahl. Sie kann sich dann nur sozusagen entlang einer gedachten vertikalen Achse durch diesen Punkt spiegeln. Jetzt gucke ich mir das Ganze mal im 3D-Fenster an. So sieht die Tür im 3D-Fenster aus. Auch hier kann ich die Höhe ändern, die Breite. Auch eine Brüstung kann ich einstellen, interessanterweise. Natürlich hat eine normale Tür erstmal keine Brüstung. Auch den Anschlag zum Wandkern kann ich einstellen. Also es ist wirklich genau wie beim Fenster. Jetzt rückt die Tür da so ein bisschen rein. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Das 3D-Fenster hat die Modelldarstellung Ausführungsplanung. Und wir haben uns jetzt damit schon beschäftigt. Ich klicke mal auf die Tür drauf und guck mal, was da alles an Einstellungen verfügbar ist. Zunächst einmal gibt es hier auch alle möglichen Typen, die ich wählen kann. Die Vorschaubilder sind alle so leicht zum Fürchten. Es gibt Innentüren, es gibt Schiebe- und Falltüren, es gibt Terrassentüren, Tore, Öffnungen, das ist ähnlich wie bei einem Fenster, Glasfassaden, wobei damit keine Vorhangfassaden gemeint sind, sondern einfach nur eine andere Art von Fenster, Teleskoptüren. Ich gehe nochmal auf die Eingangstür, denn die Tür sitzt ja jetzt in der Außenwand und ich schaue mir nochmal an, was es hier alles für Einstellungen gibt. Ich hatte ja beim Fenster kurz darauf hingewiesen, dass unter dem Begriff Fenstereinstellung extrem viele Details einzustellen sind. Das gilt natürlich auch für die Tür. Hier zunächst mal die Maße, Türeinstellungen und Öffnungen. Man kann hier also das Türblatt wählen. Wir haben im Moment eine sehr einfache Tür, das haben wir ja im 3D-Fenster gesehen. Also insofern ist dieses Vorschaubild auch nicht ausschlaggebend, ne? Weil das zeigt im Grunde genommen nur eine mögliche Variante an. Ich kann den Beschlag wählen. Detaillierungsgrad sehen wir schon, genau wie beim Fenster auch, ist alles nach der Modelldarstellung geregelt. Das ist auch eine sehr, sehr gute Idee. Ich kann jetzt hier weiter mal gucken, was hier noch alles so geht. Öffnungslinien und Winkel. Man kann zum Beispiel auch jetzt hier einen anderen Winkel angeben für die Türöffnung, der zum Beispiel größer ist als 90 Grad. Und auch hier sehen wir wieder, dass wir hier für die einzelne ausgewählte Tür die Modelldarstellung überschreiben können. Der Rest ist genau wie beim Fenster, die Grundriss- und Schnittdarstellung, der Marker, wie der aussieht, mit welcher Schrift der dann beschriftet ist und so weiter. Auch für die Türen gibt es sogenannte Stempel und auch da kann man dann sagen, oder diese Marker, was dann genau da drin steht. Ja, es ist wirklich genau analog zum Fenster. Klassifizierung und Eigenschaften spielt bei der Tür genauso wenig jetzt eine Rolle oder soll eine Rolle spielen wie beim Fensterwerkzeug. Gehen wir nochmal in die Modelldarstellung und schauen mal nach, was es da vielleicht noch für die Tür zu holen gibt. Wir sehen hier zum Beispiel, dass wir uns Tür- und Fenstergriffe in 3D anzeigen lassen können. Also ihr merkt schon, das sind jetzt nicht mehr die allerwichtigsten Optionen hier. Macht vielleicht einen kleinen Unterschied, dass man sieht, wo jetzt eigentlich der Anschlag der Tür ist und wo ich sie öffnen kann.